Momentan sind im äußersten Südwesten Deutschlands und vor allen Dingen in der Schweiz schon kräftige Schauer und Gewitter unterwegs, hauptsächlich sehr angefüllt mit Regen. Und die werden jetzt weiter nordostwärts ziehen und für ein wechselhaftes Pfingstwochenende sorgen. Wobei der Samstagmorgen eigentlich der freundlichere Tag ist, auch wenn da anfangs noch ein paar Schauer und Gewitter unterwegs sind. Und wir schauen uns das jetzt alles an. Grüße Sie und grüße euch. Diese Brummer, die momentan in den Westalpen unterwegs sind, werden weiter nordostwärts ziehen und bis zum Abend dann den Alpenrand, auch den Westen Österreichs erreichen, zum Teil bis Franken und in die Mittelgebirge rein. Das sind ein paar Gebiete, da soll es über 30 Liter Regen auf den Quadratmeter geben, punktuell auch rund um Luxemburg und Belgien. Das, was ich hier eingetüncht habe, das sind die möglichen Starkregengebiete. Und das, was ihr hier alles so geixt seht, das sind die Schauer und Gewitter mit eben dem Risiko. Folgerichtig ist das andere meist trocken. Da wir aber das Modell nicht eins zu eins ablesen, sondern interpretieren, kann auch hier mal im Harz ein Schauer oder Gewitter aufkreuzen, obwohl das hier nicht berechnet wird. Es geht immer nur ungefähr um die Richtung. Im weiteren Verlauf der Nacht ziehen dann diese Starkregengebiete weiter in den Bereich der Mittelgebirge und das Schauer- und Gewitterrisiko nimmt weiter zu, auch in der Mitte. Und dann ist hier eine unsichtbare Mauer, da ist Schluss, da drückt der Nordostwind dagegen. Im Süden lassen die Schauer und Gewitter nach. Und wenn ihr hier Niederschlagssummen seht, ohne diese X, dann ist das stratiformer Regen so ein Regengebiet. Das andere ist konvektiv, sprich mit Schauern und Gewittern. Der Samstag bringt dann tagsüber noch ein paar Schauer und Gewitter, die abklingen. Am Abend werden sich, oder bis zum Abend vielmehr, vom Elstergebirge und vom Frankenwald bis rüber dann in den Nordosten Österreichs nochmal ein paar Schauer und Gewitter bilden, auch an den Alpen. Und dann, wie von Geisterhand, in den Abendstunden lösen sich die ganzen Schauer und Gewitter auf und wir haben einen schönen Grillabend. Nutzt ihn aus, fast deutschlandweit wird es kaum Schauer und Gewitter geben, auch sonst lassen die nach. Und wir blicken nach Südwesten. Da kommt das nächste Ding herangezogen. Das ist der Brummer, der uns dann am Pfingstsonntag erwartet. Schon in der Nacht erreichen hier die teils Starkregenfälle den äußersten Südwesten. Das ist so eine riesige Gewitterzelle, die viel Regen mit sich bringt und dann im weiteren Verlauf des Sonntagvormittags nach Norden zieht und Belgien sozusagen flutet und jede Menge Regen bringen wird. Im weiteren Verlauf zieht dieses Ding dann Richtung Niederlande. Aber auf der anderen Seite entsteht im Laufe des Tages aus der Schweiz heraus bis nach Baden-Württemberg, Bayern und in den Nordwesten Österreichs eine neue Gewitterzelle mit einem möglichen Starkregengebiet vom Nordosten der Schweiz bis in den Süden Bayerns, wo zum Teil Niederschlagssummen von über 50 Liter innerhalb von 6 Stunden berechnet werden. Das ist eine ganze Menge. Hier drohen lokale Überflutungen. Das Ding zieht dann weiter nach Osten, regnet noch stark, ist aber nicht mehr ganz so heftig wie dann noch tagsüber. Und wir schauen uns die Niederschlagssummen an, die bis einschließlich Pfingstmontag 20 Uhr runterkommen sollen. Auch hier geht es nicht um die absoluten Summen, ich habe die Peaks mal eingezeichnet, sondern um die Flächen. Im Nordosten fällt wenig bis kein Regen. Nach Westen zu, vor allen Dingen aber nach Süden zu, wird das meiste an Niederschlag runterkommen, vor allen Dingen am Alpennordrand bis ins südliche Alpenvorland rein. Und jetzt schlagen wir fast eine Woche drauf. Das heißt, die Zeit danach geht wechselhaft weiter, immer wieder mit Schleifen. Fronten. Da werden am Alpenrand dann bis zu 140 Liter auf den Quadratmeter berechnet, in der Mitte um die 50. Belgien hat bis zu 85 und der Nordosten hat wieder am wenigsten Niederschlag. Und jetzt gehen wir noch einen Zeitschritt weiter, fast eine Woche und sind am Sonntag, den 19. Juni, bis in die Frühstunden soll laut Modellberechnung das runterkommen. Sachsen 110 Liter, dann Hessen, Thüringen und Unterfranken um die 90 Liter, westliche Niederlande 140, am Alpenrand um die 200 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das wird dann ziemlich viel sein, wenn das so kommt. Man muss dazu sagen, der 6er Lauf, mit dem ich die Wetterkarten hier gemacht habe, der ist wieder recht nass, der 0er war trocken. Das schauen wir uns mal ganz kurz an, der sogenannte 0er Lauf für die Mitte Deutschlands. Ihr wisst, rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen und der grüne hier, das war der sogenannte Hauptlauf von heute früh. Der hat zum Beispiel auf den Apps Sonne und Hitze gebracht. Und der aktuelle Lauf hat sich dem Mittel angepasst und bringt auch wieder Niederschläge. Und mit Niederschlägen haben wir es übrigens allgemein zu tun.
Noch ein Wort zu den Schauern und Gewittern, die jetzt aufkreuzen. Wir haben hauptsächlich über den Starkregen gesprochen. Am Pfingstsonntag werden auch schwere Sturmböen und Hagel dabei sein können. Das ist eine etwas giftigere Zelle. Da werden wir allerdings dann in der Nowcast drauf einsteigen. Jetzt ging es nur um den groben Überblick. Und der grobe Überblick dann in die Zukunft, jetzt nehmen wir den 35-Tage-Trend für die Mitte Deutschlands, zeigt weiterhin diese Seitwärtsbewegung mit den obligatorischen Ausreißern nach oben und nach unten, immer wieder mit Niederschlagssignalen. Das heißt, von der Grund- und Großwetterlage wird sich da wenig ändern. Die sieht in 2 Wochen wie folgt aus. Azorenhoch, Keil des Azorenhochs bis in den Alpenraum, der Norden Deutschlands eher näher an den Tiefs dran. Das heißt, wir haben so eine schwache westliche Strömung. Da kommt mal wärmere Luft mit rein, mal kühlere Luft. Es sind immer wieder Schauer dabei. Im Süden dann auch Gewitter. Temperaturen in 1500 Meter Höhe von um die 10 Grad. Das ist ein bisschen über dem langjährigen Mittel. Also eine leicht zu warme Witterung wird es geben. Und wenn wir vom 35-Tage-Trend den letzten Zeitschritt nehmen, sind wir am 7. Juli. Da haben wir im Prinzip exakt dieselbe Großwetterlage, fast mit denselben Temperaturen, 1-2 Grad wärmer. Logisch, da sind wir dann auch mitten im Hochsommer drin und auch hier sind die Abweichungen leicht positiv. Das heißt, bis dahin wird es eine wechselhafte Witterung geben. Wir beenden jetzt hier die Sendung. Haben aber noch ein Gimmick. Es ist nur ein Gimmick. Und zwar die Niederschlagsvorhersage des europäischen ECMWF-Modells bis zum 30. Juni. Das, was also in diesem Monat runterkommen soll. Punkt 1. Es ist eine Richtlinie. Es sind nicht die Niederschlagssummen, die genauso fallen werden. Punkt 2. Da werden über 50 Läufe gemittelt. Es ist eine Mittelung. Wenn der Lauf eintritt, der so gut wie keinen Niederschlag bringt, dann fällt da auch nichts. Wenn der Lauf kommt, der eine Sintflut nach der anderen bringt, haben wir das Dreifache an Niederschlag. Das kann genauso gut passieren. Es ist nur ein Mittel und nur eine Richtlinie. Und diese Richtlinie zeigt, der Nordosten bekommt am wenigsten Niederschlag, der Alpenraum am meisten mit bis zu 300 Liter, aber die werden wir ja zum Teil schon in den nächsten 2 Wochen erreicht haben. Bis morgen.